Ja, weil du deine Aufnahme... Ah, ich habe meine Aufnahme... Das ist dämlich. Deswegen hat Carsten das auch umgelegt. Ja, ich muss es irgendwann mal machen. Okay. Bei Gelegenheit also. Bei Gelegenheit also nie. Ja, es ist... Sowas macht man eh nie. Ist ganz schön laut hier draußen, ey. Ja, da bin ich in dieser Vogelperspektive, da bin ich weit genug weg. Ich bin einfach im Fotomodus. Dann fangen wir am besten an, das ist nicht mehr so laut. So. Ja. Schönen guten Tag. Ja, weil der Josh schon so lange keine Amorts mehr gemacht hat, darf er das heute machen. Okay, ich kann das gar nicht, ich bin voll raus, gell? Ja, muss ich wieder einfach ins kalte Wasser schmeißen. Gut, dann fangen wir an mit 3, 2, 1. Hallo und damit herzlich willkommen zu ETS Multiplayer Let's Get ins kalte Wasser geschmissen. Wir fahren irgendwie ETS und so. Ich kann keine Anmuts mehr und wir sind da und machen ETS zusammen. Way, hallo. Way. Mit Josh, Julian, Tobi und Matthias. Genau. Hallo. Der Carsten und James, konnte leider, der James natürlich, der Carsten konnte leider nicht dabei sein. Was ist laut hier draußen? Deswegen sind wir zu fünft und nicht zu sechst. Wären wir nämlich sechs. Genau, deswegen sind wir einer mehr, weil Carsten nicht da ist. Genau, ja, so habe ich das jetzt so unterm Strich. Nee, ich sag, deswegen sind wir zu fünft und nicht zu sechst. Ja, ich habe irgendwie... Fahrt ihr alle mal, ich fahr dann nach. Ich hab das Getriebe nicht. Fahr los, Julian, ich fahr nach dir. Also war nett, Tobi. Das ist aber echt nett. Tobi. Ja, mein Motor war noch aus. Warum muss ich gleich nochmal zur Werkstatt das Getriebe wechseln? Grandios. Ich hab doch Regen runtergestellt. Tobi musste kalt starten. Du. Ich müsste überhaupt nicht. Du musst es ausstellen. Ich hab es aber ganz weit runtergestellt. Du musst es ganz auf Null drehen. Hast du weiße Flocken oder hast du Regen? Regen. Ich hätte gern ab und zu mal Regen, aber nicht so mega auf. Frachtmarkt! Der Frachtmarkt. Ja, bei der Firma. Guck mal, hier muss ich auch hin, aber ich muss an den Ladungsmarkt. Wer hätt's gedacht? Wo ist der Josh denn da? Ja, ich fahr einfach mal Leuten hinterher, die hier an- und abholen. Klebebandrollen, 18 Tonnen. Ich hab wieder Klebeband verstanden. Ich hab Basilikum. Klebeband. Das darf es nicht so nuscheln. Klebeband. Julian, es klebt nicht. Es klebt. Ja. Wir fahren ja eh Richtung Hannover raus, ne? Was? Ich wollte gerade sagen, wollen wir mal ganz kurz eben die Route. Also ich müsste halt in Kassel abholen, ist, ne? Über die Landstraße nach rechts, den also am Anfang so von Kassel. Dann können wir danach nach Hannover. Also erst Kassel, dann Hannover. Das wäre irgendwie cool. Ja, Hauptsache ich weiß jetzt nur die richtige Reihenfolge. Also dann sagen wir erst Kassel, dann Hannover. Hannover. Ja, wo musst du denn in Hannover hin, liebster Jatak? Oh, nach Düsseldorf. Warte mal, ich weiß... Ach so! Was? Hätte ich dir gerade nicht so genau sagen. Dann muss ich Hannover nach Düsseldorf. Ja, ich hole den Paris ab, ne? Da können wir kurz vorbei, gell? Ja. Quasi nebenan. Naja, einfach. Penny wohnt auch nebenan. Wo ist denn jetzt mein Auflieger hier? So, Julian, hast du schon neueste Informationen? Du hast auch. Nein, exakt, kann ich dir auch sagen. Wir schalten live in die Zentrale. Trado, Amerie oder Treet? Oder Steinbruch. Oh ja, stimmt, den gibt's auch. Gut, das ist entweder in der Stadt oder außerhalb der Stadt. Trade Aux, alles klar. Ach, das ist der externe Anschluss, gell? Da kann man Audio anschließen. Ja. Trade Aux. Dann immer Magdeburg. Magdeburg. Entschuldigung, Magdeburg. Ich, ja, Tobi, wir fahren ja, fahren nicht doch nicht, auf ich hab dich gesehen Wege. Mit deinem kleinen Pissauto. Wir fahren da so über Russland. Wortwörtlich Pissauto oder kleiner LKW? Nee, wortwörtlich Auto. Das ist auch schon ein Schimpfwort, muss ich sagen, Auto. Also. Hi James. So, wo seid also ihr denn? Also noch weiter hättest du die Kurve nicht nehmen dürfen, ne? Ich weiß, aber es war ja alles geplant. So, wir fahren wahrscheinlich raus. Ja, bestimmt bei dir. Wir fahren wahrscheinlich oben aus Dortmund raus. Das ist völlig Richtung korrekt. Landfahrstraße. So, wie hässlich ist das denn, den neuen MAN dann nur den Grill weiß zu machen? Grill? Wäre ganz cool, finde ich auch. Wo wir uns treffen. Ach, vorne das Ding da zu färben. Ja, an der Landstraße nach oben raus, aus Dortmund. Ja, bei der Tankstelle. Muss dieses Getriebe durch. Weiß ich nicht, ob da eine Tankstelle ist.
Ja, ich stehe bei Street, hier bei dem Tweet da. Ja, sehe ich auch den Punkt. Tret. Ach, ist mir doch egal, wie das heißt. Ja, dann, treffen wir uns auf der Höhe Tret. Tret, was Tret? Official Chaoten Confirmed Name, Tret. Tret. Ja. Und dann fahren wir wo lang? Wie hieß das andere? Nach Richtung Kassel. Richtung Kassel, dann also einfach geradeaus weiter, also hier ist Tret. Lektoren nur bei mir oder auch bei euch? Richtung bei mir Kassel nicht. Und dann, nach Hannover. Dann im Wesentlichen über Vilnius. So. Also wenn du nach Vilnius einstellst, dann müsste es funktionieren. Also der hat bei mir automatisch schon eine Strecke über Land draus gemacht. Wir fahren über Hannover. Wer hupt denn da? Das ist Josh. Hallo Josh. Dann fahren wir nach Vilnius. Ich wollte mich mal melden. Jo, dann wollte ich mich mal melden. Das freut mich aber. Ich weiß nicht, wie das Kaff heißt. Wo denn? Nach Vilnius? Vilnius ist ja so mehr geteilt. Ja, da kann ich nichts zu sagen. Ich muss ja nicht nach Vilnius. Wer muss denn nach Vilnius? Ich muss nach Utena. Ich muss nicht nach Fresenius. Vilnius? Nee. Also wer denn muss Vilnius? Ach, da. Litauen. Ja, nee. Oder Utena? Ich fahr gleich nach Nina. Nee, da ruf Bills. Tagschulde. Wer muss denn alles hier nach Dingsbums? Litauen. Ja. Ich. Ja, wo in Litauen? Warte, das kann ich sofort nachgucken, sobald ich stehe. Stehen auch bei mir an der Firma, ne? Also. Ja, wir stehen bei Tret. Fahr du mal raus aus Tret, dann triffst du. Ja, ich will jetzt erst mit euch die Route abstimmen. Nein, du fährst jetzt raus aus Tret. Nach Noskonita. Nein, ich spiel jetzt Küstel zu Ende. Ah, da. Ja, sehe ich. Aha. Ich hab schon Route abgestimmt, du Spacko. So, dann Daugavpilz. Ja, ich kann dir leider nicht sagen, ich habe noch keine Fracht. Ich habe keine Ahnung. Ich setze da einfach mal hier. So ein Daugavpilz würde ich jetzt auch nehmen. Dann fahren wir nach. Was ist denn da los? Was ist denn los mit den Leuten hier? Kuvola. Ja. Haben wir ja auch wieder Garage. Doch, so. Muss so passen. Dann steht über Tret. Wie komme ich denn jetzt hier nach? Nach oben raus. Nach Tret. Ah, da ist Tret. Dann setze ich mir da doch auch nochmal schnell einen Navi-Punkt hin, dann führt mich das Navi nämlich da auch lang. Aber James, ja, ich gebe dir vollkommen recht. Weil im neuen MAN den Grill auch noch weiß zu machen, ist super hässlich. Hä, hey, der muss schon schwarz bleiben. Der muss schon das Hitlerbärtchen sein, sonst wäre das nix. Ja. Nee, Hitlerbärtchen wird kleiner, aber das muss schon schwarz sein, das sehe ich genauso. Das muss schwarz sein. Sogar den Führerbart als klein bezeichnet. Du lebst gefährlich. Ja. Wenn du so erlebst nicht mehr, was soll er denn machen? Ich wollte gerade sagen, wenn das der Führer wird. Wer hupt denn hier? Da irgendwer, der vorbeigefahren ist. Ich stelle mich jetzt hinter Josch. Wen warten wir jetzt hier noch? Der ist doch nicht da, oder? Was ist das laut, ey? Jetzt habe ich meinen Motor ausgemacht. Weiß nicht, dass ihr nur auf mich wartet, das wäre ziemlich dumm. Steht ihr bei Tret auf dem Firmengelände? Nee, oder? Nee. Also du kannst ganz uns gar kritisch nicht an der Straße. Du kannst uns gar nicht verfehlen. Wir sind ja hier der Karnevalsumzug. So, warte, wenn der Türke noch mehr schleicht hier, ne? Nein, das ist nicht böse gemeint gewesen. Es war wirklich ein Türke. Warte mal, wir fahren langsam, um andere zu nerven. Gibt es funktioniert der ist, der gerade ist, genau der andersrum. Ist, der ist aber wirklich. Der ist nicht langsam gefahren, der ist schon fast Schritttempo gefahren. Gut, dann können wir vorne los. Ja. Ja, macht mal Abfahrt. Die Bremse rausnehmen. Hier hat sich gerade einer uns angeschlossen. Oh, das freut uns aber. Tierisch. Der Jordan selber. Ja, die sind immer super, die mit uns mitfahren. Die würden uns nie rammen und nie nerven. Tobi, fahr! Bitte. Fahr doch! Mein LKW will nicht fahren. Ja, fahr. Du mit deinem Schaltgetriebe. Nein, das war mein Lenkrad. Verrückt. Bin quasi schon unterwegs. Ja, der überholt gerade ein Auto. Der guck mal, der heißt wie ein Truthahn, Turkey. Oh, jetzt so ein Truthahn. Was ist das leckeres Essen? Dafür ist es zu warm draußen. Hashtag Josh triggert. Ja, mit Essen. Wobei ich habe irgendwie heute Abend irgendwie zu viel gegessen, glaube ich. Aber gut, das ist. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Kannst du jetzt nicht behaupten? Man kann nie zu viel essen. Oder du hattest nicht viel. Ja, so ist schon aus beiden. Schon aus beiden. Also, wir fahren ja mal 90, ne? Finde ich jetzt eine Idee.
Ach so. Ich dachte, der Zug führende gibt die Geschwindigkeit. Nee, das immer das Schlusslicht. Genau. Das bin ich, ja, ich sag Pedal to the Metal. Ich bin das Schlusslicht, lieber Herr Jatak. Ist Jatak nicht schon vorgefahren? Wer ist Jatak? Der Jatak fährt irgendwo da. Das frage ich mich auch, Tobi. Oh! Oder so. Weil ich heiße ganz klar Jay Attack. Das sind zwei Namen. Nee, Jatak, ganz eindeutig. Da steht aber ein ganzer Name, Jay. Du sollst den ganzen Vornamen vorlesen, bitte. Ja, mein. Julian? Ja. Nee, ich wollte den ganzen Vornamen vorlesen. Hier steht einer am Straßenrand. Ja, sehe ich. Ja gut, aber wenn du drauf Wert legst, dann nenne ich dich J-Attack. Nee. Guck meinen aktuellen Steam-Namen an und da steht ein Name. Tobi liegt! Das ging schnell. Was? Wie hat er das? Er hat sich von einem Auto kicken lassen. Ja, von Auto. Autos sind auch hässlich. Das muss man erstmal schaffen. Warte mal, wir fahren dann irgendwie... Ihr solltet dann also anhalten. Zumindest. Ja, ich fahr mal einen Steinbruch rein, du, da ist schön. Ja, ich bleib da mal irgendwo hier ein bisschen weiter vorne stehen. Ich mach da mal Karte abfahren, so Strecke freischalten. Ja, ich mach ich mit, Josh. Bin ich voll dabei. Das Steinbruch hier sieht voll cool. Oh, da kann man schon... Oh, guck mal, ich darf nicht vergessen. Ich muss ja wieder anfangen, hier Daumennägel aufzunehmen. Stimmt. Ich hab mir wieder was Die gebracht. Thumbnail-Schlampen sind wieder da. Was ich aber beruhigend fand... Endlich wieder jemand, der mich versteht. Ja, ist echt so, aber was ich voll cool fand, wir haben Nordic Forest geguckt abends bei Gronkh. Und die haben beide auch wirklich, die haben so eine Kirche gebaut. Ja, eine Kirche. Ja, waren die genauso Thumbnail-Schlampen wie wir auch. Ach komm, Tobi, lass mal Thumbnail machen. Und dann haben die da Thumbnails gemacht. Das war witzig. Da habe ich mich so an die ETS-Aufnahmen zurückerinnert gefühlt. An damals, 2018. Ja, damals. Damals, 2018. Letztes Jahr, ach ja, es ist schon her. Also es war wirklich... Nee, wir haben dieses Jahr doch auch schon aufgenommen. Echt? Ja. 2019? Ja, ganz, aufgenommen haben wir die 2018, aber die ist in 2019 reingelaufen. Ah, das kann sein. Stimmt, stimmt, wir haben ja hier Silvester, bla, Hallo Neujahr, bla gemacht, stimmt. Schulte, ja. Nee, aber mein USB-Hub. Oh. Was? Ja, das ist scheißegal. Der hat gerade einen Abgang gemacht. Ah. Und dann fängst du so an zu stöhnen? Der ruppt jetzt nicht mehr. Hup, hup. Eieieiei. Ich hab schon wieder Premium-Witze. Ah, komm her, du Sack. Oh, ist das cool. Ich verstand nicht mehr diesen coolen Orten da. Das ist mega geil. Hält. Ich auch nicht. Aua. Ich glaube, dieser Jordan Selvin, der kennt dich. Warum nicht? Der klebt hier irgendwie im Arsch. An der Probe. Das wärst du gewesen, aber ich sehe, dass da einer hinten. Ich war noch etwas weiter weg. Ich hab mal die Namen ausgemacht. Mir ist das irgendwie. Was ich nicht sehe, dass. Du hast doch gesehen, dass der Punkt blau war, oder? Ja, du meinst gelb und grün, also gelb. Stimmt, warum hat mich das nicht irritiert? Weiß ich nicht, warum dich das nicht irritiert hat. Josh ist einfach alles egal mittlerweile. Ja, ich vollkommen Ignoranzeinstellung gegenüber allem auf dieser Welt. So muss das. Ist ja echt nur ein Collision Zone, ich glaube, also offiziell ja nicht. Doch, hier ist nur Collision. Warum steht das da nicht? Warum steht dann das nicht oben? Weiß ich nicht, warum haben die Programmierer das nicht gemacht? Julian, warum hast du das nicht gemacht? Ich war das nicht. Ja, aber du bist schon fertiger, ich bin noch nicht fertiger Informatiker. Ich bin Trainee. Der ist ja auch noch und nicht ich muss doch gerade die Bachelorarbeit schreiben. Ja, bist fertiger als ich. Er ist fertig mit der Welt, der Junge. Ja, das stimmt. Das ist er aber schon immer. Ich hab die Audi, James. Ganz toll. Ja, aber warum? Also, weil mir jemand die Wahrheit sagt. Ja, die deswegen Wahrheit. Hab ich dich so lieb, James. Wo aber das Geile ist, wer sich nicht immer noch bei WhatsApp deine Adresse schreibt.